Hallo, bei unserer Viertel nach acht Samstagabendshow. Und wir sind hier bei unseren K.O.-Wettkämpfen. Ciao. Und Völlig auch recht. schwer haben wir Okay, da ich bin bereit gespielt. für meinen nächsten Sieg. Und ja, jetzt fahren wir heute mal mit dem Jackson's Door. So, blau. Und dann fangen wir mal an. Wir machen so ein paar Runden und wünsche euch viel Spaß dabei. Willkommen in Fireball Beach, Leute. Das wird heute sicher ein ganz besonderer Abend. Und das sage ich euch, an Aufregung kaum zu überbieten. Nun sehen wir einen K.O.-Wettkampf. Punkte gewinnt man hier, Waren jetzt ja indem ein man paar so Monate viele mehr Gegner wie gespielt möglich und ausschaltet. freue mich, dass Jetzt es geht wirklich die gewünscht Post ab. wurde und ja, es war wieder schöne Alternative. Macht immer wieder Spaß zu fahren, Sieht Fahrrenne. nach einem sauberen Start aus. Feuerkraft kann nie schaden. Abgefeuert! Eine Abkühlung gefällig? Aus, als hätte es das hat sie zur Strecke gebracht. Willkommen in der großen Liga, Kumpel. Hier kommen die Bomben! Auf Wiedersehen, Leute! Richtigen Rennwagen machen lassen. Das Top-Ziel ist ah, auf der das war Strecke. klar. Und hier kommen die Raketen. So, aber ihn haben wir erwischt. Inakzeptabel. Scheiße. Und damit wurden fast alle aus dem Rennen gekegelt. Oh, ist früh geworden. Passiert, alles gut. Oh, perfekt, direkt getroffen. Ups, von der Spur weggekommen. Wir haben ein ganz spezielles Ziel hier draußen, Leute. Oh ja. Und hier kommt die Rakete. Was doch Witze, oder? Das macht es zumindest interessant. Oh, das war ein super Damit wurde Treffer. Fast das gesamte Feld abgeräumt. Verfolgungsraketen wurden abgefeuert. Oh, das klasse. War unglaublich. Kraft kann nie schaden. Ja, wir sehen uns später, Kumpel. Jetzt bitte die richtigen Rennwagen machen lassen. Es wurde Schnellfeuer eingesetzt. Wir haben ein ganz spezielles Ziel hier draußen, Leute. Sind wir hier schon fertig? Wie viele Autos wurden mit nur einem Schuss außer Gefecht gesetzt? Hier hätte das Timing nicht besser sein können. Zieh dich lieber warm an. Oh nein! Raketen! Oh, zu Ende. Die Zeit ist abgelaufen. Leider nur zwei Sterne. Kommen machen wir zurück eine zu weitere Chicks Runde, Picks. Ich bin weiteres euer Event. Moderator, Chick Hicks. Jetzt schauen wir uns mal Und Jackson Storm genauer an. Sie werden es nicht glauben, aber er hat schon wieder gewonnen. Einfach Ja, eine andere schon Strecke. Wieder. Er tut nichts anderes. An einem weiteren wunderschönen Abend hier in Fireball Beach ziehen Wolken auf. Perfektes Wetter für das heutige Rennen. Nun sehen wir einen K.O.-Wettkampf. Punkte gewinnt man hier, indem man so viele Gegner wie möglich ausschaltet. Haha, jetzt geht wirklich die Post ab. Ja, ich werde mal schauen. Also jetzt vorher jetzt mache ich definitiv nur einen K.O.-Wettkampf. Die wurden ja gewünscht. Und ich schaue mal, falls ich zeitlich ein bisschen hinbekommen, wahrscheinlich könnte das schon gehen. Mache ich mal noch vielleicht das ein oder andere
Event. Andere. Und ja. Aber jetzt die nächsten 4 Wochen schätze ich mal. Also 4 Videos mache ich über K.O.-Wettkampf. Und dann mal schauen. Ja. Ich frage mich, was man damit macht. Das war unglaublich. Oh, falsch. Diese Verfolgungsraketen haben jemanden ins Visier genommen. Machen lassen. Ich muss aber auch sagen, wirklich, der K.O.-Wettkampf, der macht wirklich schon sehr viel Spaß. Autos demoliere. Ich traue meinen Augen kaum. Das ist ganz witzig. Raketen abgefeuert. Das macht die Sache auf einen Schlag interessanter. Sehr schön. Da haben wir eine Bonus abgeschossen. Dabei. Verfolgungsraketen haben die Jagd aufgenommen. Das macht es zumindest interessant. Das Top-Ziel ist auf der Strecke. Jawohl, aber der Bonus. Okay, es wird Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Später, Kumpel. Welle 3 abgeschlossen. Oh, noch so eine Sekunde. Oh, aufpassen! Bomben! Ah, shit. Versteck dich ruhig. Schade. Einer Stern nur. Das war nicht so prickelnd. War echt toll. Ich bin Chick Hicks und das hier ist Chick's Picks. In der Top-Story heute Abend geht es nur um Jackson Storm. Es hat heute niemanden überrascht, dass er erneut gewonnen hat. Ich schlage vor, wir sparen uns die morgige Show, weil unseren Sieger kennen wir ja schon. Miss Fritter, na los, was gab's da draußen zu sehen? Ganz ehrlich, Chick, ich habe nach ein paar Runden das Interesse verloren. Niemand hat Lack zerkratzt. Was bringt es, ein Rennen zu gewinnen, so, wenn am Schluss niemand auseinanderfällt? Prüft euren Frostschutzmittelstand, Leute. Es herrscht arktische Kälte hier in Radiator Springs. Doch wir lassen uns nicht von Eis und Schnee aufhalten. Gleich sehen wir einen denkwürdigen K.O.-Wettkampf. Und nicht vergessen, Punkte erhält man nur, wenn man die Gegner ausschaltet. Los geht's. Das Rennen beginnt. Feuerkraft kann nie schaden. Verfolgungsraketen wurden abgefeuert. Toll. Hat mich direkt zerlegt. Es muss noch einen kürzeren Weg geben. Oh je. Schön gegensteuern. Scharfe Bomben auf der Strecke. Welch guter Einsatz von Schnellfeuer. Mist, Bonus haben wir verpasst. Oh je, stimmt, die Strecke, die war nicht so gut. Ich frage mich, was man damit macht. Hier schießt sich wirklich jemand an die Spitze. Oh, weia, soll ich dann? Da läuft halt gar nichts. Das ist sowieso voll Blamage. Verfolgungsraketen haben die Jagd aufgenommen. Oh. Das macht die Sache auf einen Schlag interessanter. Wie viele Autos wurden mit nur einem Schuss außer Gefecht gesetzt? Oh.
ist zumindest interessant. Hier hätte das Timing nicht besser sein können. Verfolgungsraketen wurden abgefeuert. Das Top-Ziel ist auf der Strecke. Die Zeit ist fast um. Endlich. Hier nicht mal 1000. Eigentlich war jetzt zum Abschluss ganz schlecht die Strecke ausgesucht für mich. Nee. Das war kein schöner Abschluss. Schade, schade. Willkommen zurück bei Chick's Picks. Ich bin Chick Hicks. Komm, da das so schlecht war, dann machen wir noch. Jackson Storm. Vor wenigen Augenblicken hat er wieder gewonnen und seine Siegesstrecke. Eine extra Runde. Wir senden live von der internationalen Rennstrecke Florida. Es ist einer der aufregendsten Abende dieser oder vielleicht sogar aller Saisons. Gleich sehen wir einen denkwürdigen K.O.-Wettkampf. Und nicht vergessen, Punkte erhält man nur, wenn man die Gegner ausschaltet. Dann geht's los. Sieht nach einem sauberen Start aus. Geht lieber warm. Wie bitte? Scheiße, zu früh. Verdammt. Das war nix. Passt auf die Raketen auf! Wir sehen uns später, Kumpel. Ich frage mich, was man damit macht. Unglaublich! Damit wurden jede Menge Autos aus dem Verkehr gezogen. Dieses Auto ist viele Punkte wert. Das hat sie zur Strecke gebracht. Oh, war einer getroffen. Irgendwie. Ich bin noch nicht davon wieder erhoben. Du hast deinen Nerv getroffen. Auf Wiedersehen, Leute. Mit ein kleiner Wettbewerb. Richtig. Mehrfachausfälle. Das soll das ein Witz sein? Ein bisschen Feuerkraft kann nie schaden. Ich komme in der großen Liga, Kumpel. Anna. Raketen los! Das nenne ich mal einen Raketenschuss. Saftarsch. Das war alles Teil des Plans. Zieh dich lieber warm. Wir haben ein ganz spezielles Ziel hier draußen, Leute. So. Das war gut. Ich bin hier fertig. Zumindest interessant. Was? Damit wurde fast das gesamte Feld abgeräumt. Ah, oh, scheiße. Genau so eins möchte man haben. Definitiv kein Rückschlag. Das kannst du vergessen. Diese Verfolgungsraketen haben jemanden ins Visier genommen. Damit wurden einige erledigt. Okay, es ist Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Oh nein, Raketen! Oh, ich traue meinen Augen kaum. Welch guter Einsatz. Oh, shit. Naja. So, dann war's das. Vielen Dank. Bis dann. Ich bin Chick Hicks. Willkommen bei Chick's Picks.